Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Frank WPT und eurem Commander Krieger und wir haben heute das Astro A40. So, soll ich das auspacken wie immer? Ja. Und wir haben auch noch dazu, nehmen wir noch mit dabei. Ja, das können wir mit da reinnehmen. Das A50. So sehen die Teile aus, hübsch verpackt. Also das ist mein eigenes, das habe ich mal mitgebracht zum Angucken. Genau, ich packe es einfach schon mal aus, ja, hier das Mix. Nimm mal auseinander. Lass ich mal drin. Haben wir Preise gesagt? Nee, wolltest du sagen jetzt. Also Astro A40. Liegt bei, im Audiosystem bei 250 Euro. Das bedeutet eigentlich das Headset inklusive Mixamp und aller Kabeln, die wir so brauchen, die dabei sind, kriegen wir hier geliefert sozusagen. Also für mich ist so das Astro-System insgesamt eigentlich, ich will jetzt nicht sagen das Beste, aber schon jetzt so das System, was am ehesten für jede Konsole und jede Art geeignet ist. Weil du kannst halt zum Beispiel am PC gleichzeitig skypen, du kannst gleichzeitig mit im Xbox-Chat sein. Da kann man ganz schön sehen, dass die relativ ähnlich sind, bis auf diese Kabelführung. Es sind so ein paar Details, die sich verändert haben, aber im Grunde genommen ist das A40 und das A50 ein fast identisches Headset. Das eine ist halt die Wired-Variante, das andere ist die Wireless-Variante. Okay. Das Weiße zur Unterscheidung, das Weiße ist das Wired. Da kann man aber, glaube ich, auch ganz schön sehen, am Gewicht unterscheidet sich das kaum, oder? Das ist das so. Nö. Das ist müsste ja eigentlich durch die Sendeeinheit, und es ist ja auch ein Akku drin verbaut, schwerer sein, ist aber nicht so. Komisch. Ja. Highlight zum Beispiel oder noch ein Unterschied ist, dass ich beim A50 kann ich Plus und Minus, also kann ich die Lautstärke direkt am Kopfhörer separat regeln. Ja. Ich muss auch sagen, es sitzt sehr angenehm. Also ja. Es ist wirklich leicht. Man hat keine Druckstellen nirgendwo. Eben. Es ist, man kann es auch unterschiedlich einstellen. Zum Beispiel, also das geht zum Beispiel bei dir. Ich reiß dir mal ein Stück vom Kopf, also wenn du dich mal zur Kamera. Jetzt ist es in einer offenen Bauweise, das wird dann hier halt nur von so... Auch von der Seite sehe ich so dick aus. Ich sehe auch von vorne dick aus. So, was hast du jetzt da gemacht? Also das ist jetzt, du kannst hier abziehen, diese Tags. Die kann man auch zum Beispiel drucken lassen mit seinem Clan-Logo oder mit seinem Lieblingsspiel oder irgendwie sowas. Mhm. Und das wird mit so Magneten gehalten. Und es gibt hier Gummipuffer für, womit man das quasi als verschlossenes Headset auch wieder einrichten kann. Okay. Ich spiele es aber... Ich zeige es mal hier in die Kamera. Ich spiele es eben in der offenen Variante. Ja. Highlight ist sicherlich bei dem Headset auch eben das Mixamp, was eben diesen Virtual Surround generiert, mit unterschiedlichen Dolby-Settings daherkommt. Also man hat hier so Equalizer-Settings, die kann man durchschalten. Und naja, es gibt hier halt eine Menge Möglichkeiten, dass man das Ding eben am PC betreiben kann. Ihr könnt das zum Beispiel über den PC USB Strom holen, aber trotzdem über das optische Kabel zum Beispiel den Sound von der Konsole holen und alles zusammenmischen, wie ihr das gerade haben möchtet. Und man kann an dem Teil halt auch eben, das habe ich ja schon öfter mal erwähnt, die anderen 3,5 mm Klinken-Headsets verwenden. Lädt man das Wireless direkt an der Station auf oder wie lädt man es auf, weißt du was? Ja, das sind Kabel dabei. Ein Kabel. Das ist einfach Mini. Kann man während Ball zocken? Das müsste funktionieren. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht probiert. Das ist so, wenn ich jetzt so spiele und dann das hält 2, 3, 4 Tage bei mir locker und ich dann abends aufhöre, ich klemm's halt an und leg's halt hin. Da ist so ein Ständersystem mit dabei, dass man es halt aufhängen kann. Da liegt unten die Sendeeinheit dann drin und das funktioniert eigentlich tadellos. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der so unbedingt 15 Stunden durchzocken muss und dann mal sagt, in der 16. Stunde muss ich beim Aufladen noch am Kabel noch weiterspielen. Das finde ich. Jetzt sind wir natürlich auch in einem Preissegment, so 250, 300 Euro. Hallihallo. Für Wired bzw. Wireless. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man die Dinger auf den Ohren hat, es ist wirklich, ja, man hat nichts auf dem Ohr. Es wird perfekt, also man hat einen perfekten Tragekomfort. Was man jetzt zum Beispiel, was nehmen wir jetzt mal, einfach das Triton. Das Triton hat ja diesen typischen, diesen Zangen, diesen Pam. Ja, diese Klemmzange. Genau. Das hat man ja hier gar nicht. Also hier kann man wirklich, okay, wackeln sollte man nicht. Ja, okay, wenn man wackelt, aber ich kenne auch, nein, er schießt mich nicht. Also das, die Situation doch? Kommt ja seltener vor. Bei mir jedenfalls, weil ich normalerweise nicht draufgehe bei Ego-Shooter. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Krieger ist, aber deshalb kommt das Schütteln nicht vor. Aber es sitzt halt einfach geil. Das ist super geil. Und das Ding ist so, die hören sich halt auch noch klasse an. Das hast du ja häufig, entweder ist das Headset hübsch oder es sitzt gut oder es klingt gut, aber ganz selten alles irgendwie zusammen. Und das finde ich, hat man hier schon ganz auch gut. Auch das Mikrofon-Gedöns hier, wie wir es kennen. Ja, mit bewegbarem, flexiblen Ärmchen. Genau, das ist halt einfach das Kabel drin. Ich glaube, es ist ein Mikrohersteller, oder? Weltweit. Ja, das weiß ich nicht. Das ganz Günstige ist halt, du kannst es halt auch rausnehmen. Und, oder auch nicht. Ja, normalerweise musst du es halt drehen und dann rausnehmen. Oder auch nicht. Man kann es rausnehmen, ich weiß es. Hier ist es ja separat. Ja, da haben wir es zwar abgebrochen. Ja, was?
Also ich finde, es ist insgesamt ein sehr schönes System und ich bin damit total zufrieden. Also ich spiele selber, muss ich sagen, an der Konsole die Wired-Variante. Also ich spiele das kabelgebundene System mit dem neuen Mixamp, was jetzt 2013 da ist. Was ein bisschen kleiner ist, oder? Es ist ein bisschen niedriger. Also das ist diesmal so diagonal von der Form. Das alte war halt einfach gerade. Ja? Und wenn du so am Schreibtisch spielst wie ich, das neigt sich dir ja so ein bisschen zu. Das heißt, du kannst so ein bisschen leichter darauf zugreifen. Ja, und du hast halt erstmals, dass du so Equalizer-Settings hast, dass der Klang sich halt verändern kann. Das hattest du sonst nicht. Das Astro hat sonst immer einen fertigen Klang gehabt. Und das hat sich jetzt mit dem A50 geändert. Da sind erstmals variable Settings dann dabei gewesen. Ganz wichtig auch, beide Headsets kann man am PC anschließen, an der Xbox, an der PS3. Man kann, wenn man an den Konsolen zockt, kann man noch zusätzlich ja, den, ich sag mal, Voice Chat über Skype oder Teamspeak laufen lassen. Was definitiv auch für mich ein riesengroßer Vorteil ist, weil ich habe ganz ehrlich, nutze den Voice Chat eigentlich so gut wie gar nicht mehr von Ego Shooter. Ja. Also wenn wir mal Call of Duty gespielt haben, dann zum Beispiel, dann waren wir beide im Skype. Genau. Ich habe das Ass drauf. Ich kann aber trotzdem gleichzeitig noch mit den Leuten in der Xbox Live Lobby reden, weil das Mixamp quasi den Sound überall hinleitet. Genau. Und du kannst alles doppelt und dreifach benutzen, wenn du es halt benutzen willst. Und wie die Geräte abschneiden, das sehen wir in der Bewertung. Das 2013er Astro A40 Soundsystem hat uns hier auch alle schlichtweg begeistert. Hier haben wir eine geniale Kombi und eine unheimliche Vielseitigkeit durch das Mixamp gegeben. Das Headset selber hat einen sehr guten Tragekomfort, hat mit den besten Klang im Test, weil es ganz einfach sich sehr rund anhört. Wir haben viele unterschiedliche Settings, die wir durchschalten können. Wir haben einen ordentlichen Bass, wir haben aber trotzdem klare Höhen. Das lässt sich auch mal nutzen, um damit beispielsweise einen Film zu gucken und ist quasi das beste Gaming Allround Headset für den Consolero. Das fast baugleiche A50 kann mit dem Wireless-Detail sicherlich punkten und eignet sich daher wiederum super fürs Sofa und den Wohnzimmerzocker ganz ohne Kabelstress. Das Astro A40 2013 hat den besten Klang, den wir jetzt im Headset-Test feststellen konnten. Daher 5 Ohrläppchen dafür. Es ist wirklich mit eins der beiden angenehmsten Headsets vom Tragekomfort. Ebenfalls 5 Ohrläppchen dafür. Die Ausstattung, was will man anderes sagen, außer 5 Ohrläppchen. Okay, Mikrofon, eine kleine Nuance besser hätte es sein können. Daher nur 4 Ohrläppchen. Und genauso sieht es auch beim Wireless-Headset aus, dem A50. Klang, 5 Ohrläppchen. Tragekomfort, 5 Ohrläppchen. Die Ausstattung, 5 Ohrläppchen. Und das Mikrofon, 4 Ohrläppchen. Hier ist wirklich ja, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis angegeben. Der beste Klang, der beste Tragekomfort, fast die beste Ausstattung und ein gutes Mikrofon. Was will man mehr?